Sie sagen gerade Taktik, da gibt es eine, sagen wir mal, Theorie. Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, der hat gesagt, er nennt das eine neue hybride Kriegsführung. Wladimir Putin würde bewusst für eine Versorgungskrise sorgen, damit es mehr Flüchtlingsströme gibt und so der Westen unter Druck gesetzt wird. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das absolut so. Und in meinem Dafürhalten war die Flüchtlingskrise, die wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, vor 6 oder 7 Monaten mit Belarus erlebt haben, das war für Putin ein Testballon, wie Europa mit Flüchtlingen umgeht. Weil er es für die eigene Strategie benutzt. Ja, natürlich, Hunger, Flucht, Vertreibung, das ist alles Teil der russischen Kriegsführung, um in unseren Gesellschaften die sozialen Spannungen zu erhöhen und damit sozusagen die Regierungen unter Druck zu setzen, die Ukraine dann doch nicht so stark zu unterstützen, wie es gegenwärtig erfolgt. Glauben Sie, das gelingt? Auf lange Sicht ja. Auf lange Sicht wird das gelingen. Das Problem, das größte Problem, das die Ukraine hat, ist ihr Erfolg gegenwärtig. Weil keiner hat ihr zugetraut, diesen Krieg 3 Monate zu überleben. Das muss man ganz einfach so sagen. Mhm. Wenn wir jetzt in den Stellungskrieg übergehen, also wo relativ wenig passiert, wo schwere Kämpfe sind, aber sozusagen keine dramatischen Erfolge, weder für die Russen noch für die Ukrainer, dann wird die Aufmerksamkeit der europäischen Gesellschaften sinken für diesen Krieg. Dann wird das so eine Art vergessener Krieg. Und dann wird die Frage der zu hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine ganz anders thematisiert werden. Und Sie sehen das jetzt schon in den USA. Also dieser New York Times Kommentar sozusagen von dem Editorial Board, der sagt ja letzten Endes, Biden muss den Amerikanern erklären, was er da will, weil ansonsten wird er die Zustimmung verlieren, angesichts der immens hohen Kosten, die die USA gerade aufwenden, zur Unterstützung der Ukraine. Das spielt aber wiederum den Russen in die Hände. Das spielt den Russen in die Hände. Je länger dieser Krieg dauert, je mehr er sozusagen ein Stellungskrieg wird, spielt es den Russen in die Hände, sodass zu befürchten ist, dass die USA, dass westeuropäische Regierungen, auch vielleicht einige osteuropäische Regierungen dann anfangen, auf die Ukraine einzuwirken, Friedensverhandlungen zuzustimmen und möglicherweise Konzessionen zu akzeptieren, nur damit dieser Krieg da unten aufhört, weil das bei uns die Kosten senkt. Das hätte aber am Ende ja auch zur Konsequenz, dass Putin erreicht hat oder erreichen würde, was er erreichen wollte. Nicht mehr die gesamte Ukraine, aber diesen Bogen zum Schwarzen Meer, Schwarzmeerflotte, die Krim sowieso und den Rest Donbass, Luhansk, Donetsk. Realistischerweise gesprochen ist das die große Gefahr, ja. Sagt Professor Carlo Massala, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen.